Wir bleiben bei der Leichtathletik. Vergangenen Sonntag gingen ja die österreichischen Staatsmeisterschaften in Kapfenberg mit Tag 2 zu Ende. Und da war von den heimischen WM-Teilnehmerinnen Beate Schrott und Jennifer Wendt nochmals im Einsatz. Und beide konnten mit ihren letzten Formtests über die Distanz zufrieden sein. Mit dem Limit über 100 Meter Hürden in der Tasche möchte Beate Schrott bei ihrem letzten Wettkampf vor der Weltmeisterschaft gerne noch einmal die 13 Sekunden Schallmauer durchbrechen. Sie hat in Kapfenberg zwei Möglichkeiten, im Vorlauf und Finale. Im Vorlauf startet mit Alina Talai eine starke Konkurrentin auf Augenhöhe. Die Weißrussin trainiert ja in der Südstadt und darf außer Wertung antreten. Als besondere Gemeinsamkeit haben die beiden die nachträgliche Disqualifikation der Türkin Janit, wodurch Beate Schrott EM Bronze von 2012 nachgeliefert bekommt und Talai sogar Gold. In Kapfenberg läuft Beate Schrott 13.06, eine Topzeit, und bleibt damit um 0,2 Sekunden hinter Talai. Im Finale bei starkem Gegenwind von 2,5 Meter pro Sekunde werden es 13,27 Sekunden. Was ist das persönliche Ziel für Peking? Ja, also für mich ist das Ziel Semifinale. Ich glaube, Finale sei einfach nicht realistisch. Mich würfelt es mit den Zeiten doch ganz schön. Also es ist mal ein guter Lauf dabei, dann wieder ein schlechterer. Und ich hoffe, dass ich einen soliden Lauf hinlegen kann. Aber ich glaube, mehr als Semifinale brauche ich mir nicht ausrechnen. Jennifer Wendt hat sich in Heusden in Belgien über 5000 Meter für die WM qualifiziert. Beim letzten Freiluft-Großereignis vergangenen Sommer, der Europameisterschaft in Zürich, glänzte sie als Elfte im Finale. Für einen möglichen WM-Finaleinzug feilt die Läuferin der SV Schwechat über die kürzeren Distanzen an ihrer Form. Sie wird in Kapfenberg über 800 Meter Dritte und gewinnt die 1500 Meter überlegen. Ich habe mir, bevor ich das Limit gelaufen bin, eigentlich überhaupt keine Gedanken über meine Form gemacht, weil über die Universiade ist es mir halt nicht so gut gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, ich schaue jetzt noch, weil ich in Heusden laufe, und dann, wenn ich nachher in Urlaub gehe, habe ich auch kein Problem. Und deswegen war ich, glaube ich, in Heusden auch vom Kopf her sehr, sehr locker, weil ich mir gar keine Erwartungen gemacht habe über das Rennen. Von dem her kann ich jetzt auch jetzt nicht wirklich sagen, wie meine Form ist. Aber ich glaube, es ist ganz okay, wenn man nicht weiß, wirklich, woran man ist und einfach mal drauf losläuft. Und ich habe bei der WM in dem Sinne nichts zu verlieren. Zwei potenzielle WM-Teilnehmer sind heuer nicht in der Form, das Limit zu erbringen. Andreas Wolter und Niki Franzmeier. Wolter stellt sich dennoch der Konkurrenz auf die Gefahr, seine sechsjährige Siegesserie über 1500 Meter zu beenden. Franzmeier, der seit Herbst in den USA studiert, kämpft mit der Umstellung auf das neue Training. Nach dem zweiten Platz über 800 Meter rehabilitiert sich der junge Oberösterreicher, indem er Wolter den Meistertitel in einem packenden Zielsprint entreißt. Das gehört halt ins Sportlerleben dazu. Das passiert, ist ein schlechtes Jahr. Und ich nehme einfach vor, dass ich jetzt schon in Ruhe aufbaue fürs nächste Jahr. Und dann einfach, so wie dieses Jahr schlecht war, komme ich dann nächstes Jahr hoffentlich umso stärker zurück. Und da zählt es dann bei Olympischen Spielen. Da will man natürlich dabei sein. Der Sieg hat mir wirklich viel bedeutet. Ich weiß, okay, jetzt kommt wieder Hoffnung auf und Motivation. Das war jetzt mein letzter Wettkampf. Also gerade, wo es wieder bergauf geht, muss ich jetzt leider die Saison beenden. Weil ich den Urlaub auch verdient habe, aber ich bin schon sehr motiviert für nächstes Jahr. Nur ein Drittel der 34 Titel kann bei dieser Meisterschaft verteidigt werden. Das liegt vor allem an den Auftritten der Jungen. 400 Meter Hürden der Männer ist eines der spannendsten Rennen. Der 18-jährige Dominik Hufnagel, U20-EM-Dritter, dreht auf der Zielgeraden mächtig auf und fängt in persönlicher Bestzeit von 51,69 Sekunden Thomas Kain und Markus Kornfeld noch ab. Zwei ebenfalls erst 18-Jährige siegen über 200 Meter. Bei den Frauen ist das die Klagenfurterin Carina Pölzlin, 24.03. Den Männerbewerb gewinnt Christoph Haslauer gegen starke Konkurrenz. Gleich 7 Läufer bleiben unter 22 Sekunden. Der Welser verbessert sich dabei um 0,4 Sekunden auf 21,69. Der emotionalste Bewerb ist natürlich der Frauenstabhochsprung. Die Athletinnen zeigen schon im Wettkampf ihre Verbundenheit zu Kira Grünberg. Angeführt von Neomeisterin Agnes Hodi gibt es auch bei der Siegerehrung eine sehr liebevolle Geste in Richtung ihrer verunglückten Kollegin.